So, und schon machen wir weiter und versuchen uns in der nächsten Mission. Mission 4, der geheime Außenposten. Eine Botschaft von Sir Longarm ist eingetroffen. Ich hoffe, wenn diese Nachricht bei euch eintrifft, konntet ihr diese lästigen Wölfe ohne größere Zwischenfälle beseitigen. Jetzt bitte ich euch um einen Gefallen. Beginnt mit der Errichtung eines Außenpostens an der Grenze zum Gebiet des Herzogs de Puce. Ihr helft mir damit, die Stärke der Truppen der Ratte einzuschätzen. Ihr dürft jedoch unter keinen Umständen Lord Woolsack benachrichtigen, wenn euer Auftrag erledigt ist. Die Ratte wuchs als gewöhnliches Kind in den Ländereien der Familie de Puce auf. Der Herzog zeigte sich seiner Mutter gegenüber wohlgesonnen und sorgte dafür, dass ihr keine Steuern auferlegt wurden und dass sie genug zum Leben hatte. Jahre später kam ein Botschafter des Weges und es stellte sich heraus, dass der Vater der Ratte eben jener Herzog de Puce war, für den seine Mutter einst als Schankdirne gearbeitet hatte. Ein tragischer Unfall, bei dem die gesamte Familie de Puce von der See verschlungen wurde, brachte die Ratte an die erste Stelle in der Erbfolge um den Titel des Herzogs. Sucht euch eine geeignete, hochgelegene Stelle nahe den Ländereien des Herzogs de Puce und beginnt mit der Errichtung des Außenpostens. Der hölzerne Bergfried bietet mehr Schutz als ein einfaches Gebäude. Nehmt euch einige Rinder für die Zucht. Das Land dort ist gut dafür geeignet. Und lasst euch nicht vom Feind sehen. Solltet ihr trotzdem entdeckt werden, lasst keinen entkommen, der euch verraten könnte. Die Hügel können eure Bogenschützen zu ihrem Vorteil nutzen, indem sie von oben herabschießen. Platziert einen Bergfried, um eure Burg anzulegen, euer Gnaden. Es ist jetzt hier irgendwie gar nicht so einfach zu entscheiden, was hier hoch und niedrig ist, aber ich würde mal sagen, irgendwie so ein bisschen. Platziert euren Kornspeicher, Sire. Ein bisschen nach hinten versetzt. So, Mr. Kornspeicher hätten wir auch. Na dann, fangen wir mal das übliche Spiel an. Holz ohne Ende. Und was brauchen wir hier? Rinder, Käserei. Okay, produziert Käse sowie Kuhhäute. Das geht ja auf keine Kuhhaut. So, die setzen wir aber vielleicht so ein bisschen hier hinten hin. Ich weiß jetzt echt nicht, wie viel Einfluss das hat. Die Holzvorräte sind zu knapp, Sire. Ach so, okay, dann lasst uns abwarten, bis Holz da ist. Was anderes können wir sowieso nicht tun im Moment. Schöne Musik. Wir können ja mal gucken, was es sonst noch gibt. Rüstungsgebäude, das wäre die Pfeilmacherei, alles klar. Nahrung, den Kornspeicher haben wir schon. Gut, dann lernen wir jetzt ganz offensichtlich hier mit den Rindern umzugehen. Die Rinder. So. Ja, schön, dann müssen wir mal warten, bis genug Holz reingebracht wird. Gut, 26 Leute, das ist doch schon mal gut. Das sieht auch nicht schlecht aus. Wir haben nicht genügend Holz, my Lord. Das lässt sich ja leicht lösen, indem wir warten, bis Holz kommt. Guck, da kommt schon einer angewackelt da hinten. Ist vielleicht ein bisschen weit weg, aber gut. Ob man die Dinger
Können wir die eigentlich auch hinten irgendwo platzieren? Die müssen hier angrenzen. Naja, alles klar. Die müssen da ganz offensichtlich angrenzen. Ach hier, guck mal da. Schön, 21 von 26. Da bauen wir auf jeden Fall noch eine Hütte. Die setzen wir mal hier hinten hin, weil ich nicht genau weiß, ob das einen Einfluss hat oder nicht. So, wir brauchen die Pfeilmacherei. Verwendet Holz. Wir benötigen Holz. Achso, der braucht 20 und wir haben 16. Na gut, dann warten wir es doch einfach ab. So. Tja, dann machen wir die beiden Gebäude noch. Dann soll es eigentlich... ein bisschen vorangehen. Müssen die Nahrungsmittel im Auge behalten. Ich weiß nicht genau, ob die Käsereien reichen. 20 Fleisch, 15 Käse. Die denn hier alle rum? Wir haben alle nichts zu tun. 32 von 34. Aber das wird sich jetzt gleich ändern, wenn die Holzmähen zurückkommen. Mir mein Holz bringen. Ich weiß nicht genau, ob das klug ist, die hier vorne hinzusetzen. Gut, ja genau, da können wir dann die Bauern errichten, aber vorher benötigen wir noch eine Waffenkammer. Und zwar, ja, ich setze sie mal hier hin. So, jetzt werden Waffen hergestellt. Die Kaserne quasi ist auch da. Dann können wir uns so nach und nach um das Thema der Holzplattformen kümmern. Kann ich den hier nur so und so bauen? Türme, Türme. Ich soll alle hier, Zeit bis zur letzten Schlacht. So läuft das Ganze. Ah ja, genau, so läuft das. Ich muss immer eine Mauer bilden. Käse, Fleisch, das sieht so aus, als müsste ich vielleicht... Wir benötigen Holz. Also braucht 10 und wir haben 3. Okay, müssen wir kurz warten. Hoffentlich ist das eine gute Idee, das so nah an den Turm zu bauen. Ich weiß nicht genau. Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp, Sire. Ja, ich habe doch gerade sowas gebaut, aber ich kann nichts anderes machen, außer Käsereien errichten. Dann werden wir wahrscheinlich noch eine weitere Käserei benötigen. Elsa die Kuh steht herum. Ah ja, diese vier
Holzfäller sind einfach. So, da stehen jetzt welche auf. Aha, guck hier, die gehen jetzt dann dahinter. Der Rest verteilt sich neu. 34 von 34. Wir haben beinahe keine Nahrung mehr, Sire. Ja, ich habe doch gerade eine Käserei gebaut. Siehst du das nicht? So, drei Bogenschützen hätten wir schon mal. Aber wir müssen tatsächlich irgendwie gucken. Sie haben uns entdeckt, Sire. Wie lauten eure Befehle? Ja, war ja nicht so recht. Bin zur Stelle. Wo kommen die denn? Mein Herr? Sind auf dem Weg. Ja, jetzt kommen die da. Muss mal schön dicht zwirbeln. Keine Veränderung in der Schatzkammer, my Lord. Bin zur Stelle. Oh. Eure Befehle? In Bewegung. Das ist jetzt aber echt. Rücken aus. Wo ist er denn jetzt hin? Bin zur Stelle. Geh da hin. Sind auf dem Weg. Ach, scheiße, die sind da hinten reingekommen. Wie kann ich denn hier nicht zumachen? Hier, jetzt kann ich. Ist aber zu spät. Ah, da kann ich keine weiteren bauen. Okay, das müssen wir jetzt abwarten. Okay, das hat noch nicht so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Bin zur Stelle. Ja, okay. Ja. Pfeile bereit. Na dann. Bogenschützen bereit. In Bewegung. Ja. Rücken aus. Nicht dahin. So, das war doch jetzt schon mal gar nicht so schlecht. Das machen wir hier erstmal komplett den Laden dicht. Das ist natürlich jetzt hier. Okay, wir probieren mal nach denen. Und dann müssen wir mal noch ein paar Leute bauen. Können wir nicht. Unsere Kühe werden von einer eigenartigen Krankheit dahingestreckt, my Lord. Sind auf dem Weg. Was ist denn jetzt? Sind die Kühe kaputt? Das mache ich nicht wahnsinnig hier. Jetzt sind die Kühe krank und nur? Bisschen unangenehm. Die Produktion wurde gestoppt. Okay, jetzt kommen wieder welche. Kühe meine ich. Ich
hoffe ich mal, dass auch wieder Essen kommt. Von 42, dann bauen wir mal zur Sicherheit noch hier eine Hütte hin. Eure Beliebtheit sinkt. Ja. Gut, Kühe haben wir jetzt wieder. Es müsste eigentlich mal was abgehen hier langsam. Unsere Kundschafter melden eine weitere Gruppe mit Männern der Ratte, die sich uns nähert. Werden wir ihnen die Stirn bieten? Ja, auf jeden Fall. Eure Befehle? In Bewegung! Ich biete jedem die Stirn, wenn mir auf den Sack geht. Aber ich brauche Essen. Käse hätten wir jetzt wieder. Beliebtheit steigt auch wieder. Bin zur Stelle. Kann ich eigentlich jetzt nur eins machen und hier rekrutieren, was das Zeug hält? Bin zur Stelle. Rücken aus. Warte mal. Ich bräuchte vielleicht noch weitere Bogenmacher. Wir hatten ja eben gelernt. Wir benötigen Gold. Unsere Schatzkammer leert sich. Die Truppen der Ratte greifen an. Ein bisschen hoch, diese Steuern. Unsere Lebensmittelvorräte wachsen, Sire. Wo sind denn die Ratten? Sind sie gar nicht. Wir haben beinahe keine Nahrung dahin, mehr, Sire. Da hinten sind die. Hier kommt doch Käse. Was willst du denn, du Saftsack? Das Gold ist alle. Ah, es hilft ja nichts. Noch ein. Bin zur Stelle. Komm her, du. Du. Ja. Gehst mal. Hier. Sind auf dem Weg. Okay, da kommen die Kameraden. Jetzt habe ich zwei. Ich habe genau 6 Bogenschützen. Das ist zu wenig. Nehme ich an. Warte nur. Ich habe hier nicht irgendwie... Hier meine Palisaden, siehst du das? Bogenschützen bereit! Bin zur Stelle! Mein Bogen ist euer! In Bewegung! Mein Herr? Rücken aus! Okay, 4 und 4, das ist doch schon viel besser. Eure Befehle? Wir haben hier die Palisade ein bisschen zerklopft, oder? Kann das sein? Nicht mit mir. Jetzt noch ein Angriff? Zeit bis zur letzten Schlacht. Okay, ja, das ist so. So, jetzt Käserei. Meine Fresse, ich habe so viele Käsereien hier. Und schon wieder ist das Essen alle. Das ist aber auch irgendwie eine seltsam ausgewichtete Sache. Also die noch. Ja.
Holz haben wir ja ohne Ende. Böden kriegt man auch, aber für so eine Bogenmacherei. Eine kleine Soldatentruppe der Ratte befindet sich auf dem Weg zur Burg. Die soll nur kommen. Die soll nur kommen. Unsere Schatzkammer leert sich. Da leert sie sich eben auch. So, ich habe zwei weitere Bogenschützen. Bin zur Stelle. Bin zur Stelle. Hier passen offenbar. Sind auf dem Weg. Der passt noch hier drauf. Okay. Ja. In Bewegung. Der passt noch da drauf. So, das wäre jetzt nur die Frage, ob die Ratte, die Rattentypen, wieder von da kommen oder ob die von woanders kommen. Die Truppen der Ratte greifen an. Ja. Bin zur Stelle. Wo denn? Wo denn? Wo sind sie denn? Da hinten stehen sie rum. Okay, ja. Bogenschützen bereit. Rücken aus. Mein Bogen ist euer. So. Wieso ist dein Bogen? Ja, geht's noch, oder was? Ah, hier ständig das Essen alle. Meinen die fressen aber, was das Zeug hält. 40 von 50, da könnten wir immer noch eine Käserei errichten. Nur weiß ich gar nicht so richtig, wohin mit den Viechern. Hier passt noch ein. Bin zur Stelle. Mein Herr, sind auf dem Weg. Ja, dann habt ihr euch so gedacht, ihr Rattentypen, ihr. Nicht mit Leo. So, das sieht doch ganz gut aus. Ich glaube, mehr Bogenschützen braucht man nicht. Also, denn es kommt in der letzten Schlacht die doppelte Meute. Also, da kommen noch welche. Alles klar. Jetzt müssen wir aber echt mal hier gucken. Also, mehr Essen geht nicht. Mauer steht. Holz haben wir. So, ich kann noch nichts anderes bauen als Käsereien. So, mehr Käsereien gibt's nicht. Ja, dann wissen wir auch nicht, was wir jetzt noch tun können. Die alte Bessie verhält sich ein bisschen komisch, mein Lord. Viele andere Kühe ebenso. Eure Befehle? Bin zur Stelle. In Bewegung. Rücken aus. Ich hätte doch vorhin das reparieren irgendwie. Ja. Gut, das ist jetzt gerade nichts zu reparieren. So, 5 und 5 und hier könnte man noch 2 hinsetzen. Aber ich fürchte, die fressen einfach zu viel dann. Bin zur Stelle. Bogenschützen bereit. Sind auf dem Weg. Eine kleine Soldatentruppe der Ratte befindet sich auf dem Weg zur Burg. Gut. Soll mal kommen. Ja gut, ich kann eh nichts mehr machen jetzt. Leute, halt mir noch ein paar. Gold ist jetzt dann aus. Also mehr Bogenschützen-Dinger können wir auch nicht errichten. Bier ist auch alle.
Das hier ist offenbar mein Chef, oder? Der hier. Ja, ich würde ja gerne... Die Truppen der Ratte greifen an! Ja, ist ja gut. Entspann dich, lehn dich zurück und schau zu, wie sie vernichtet werden. Sind das jetzt ein bisschen mehr? Bin zur Stelle! Oh, sonst wird er kein Geld mehr. Alles klar. Mein Bogen ist euer! In Bewegung! Ich kann nicht mehr machen, Freunde. Ich kann nicht mehr machen. Ich habe keine Chance mehr, Leute zu bauen. Das Essen ist jetzt gerade so austariert. Ich habe kein Geld mehr für neue Bogenschützen. Es sei denn, keine Veränderung in der Schatzkammer, my Lord. Würde jetzt hier, aber dann sind es wieder... Ein bisschen hoch, diese Steuern. Unsere Goldvorräte wachsen stetig, Sarah. Plus 4. Na gut, wir werden es sehen. Ah, das sieht doch ganz gut aus, oder? Entlegene Dörfer sahen eine Truppe der Ratte auf dem Weg in diese Richtung. So. Immer noch eine letzte Schlacht. Da ist immer noch eine letzte Schlacht. Welche? Das ist natürlich wieder das Gold alle, das Geld alle. Ich muss mal den hier. Mein Herr? Die Truppen der Ratte greifen an. Ah ja, nochmal so ein Haufen. Okay. Den kriege ich hier nicht mehr mit hoch, ne? Das sind offenbar nur 5 Mann drauf. Ach doch. Rücken aus! Okay, 6 Mann. Zwölf Bogenschützen. Okay, ich baue die mal lieber. Bin noch zur Stelle! Geld hin, Geld her. Bin zur Stelle! Sind auf dem Weg! In Bewegung. Ah, ja, passen die alle hier drauf? Ja. Bogenschützen bereit. Rücken aus. Oh, das sind aber jetzt viele. Das sind aber jetzt echt ein paar mehr. Wir haben den feindlichen Angriff überlebt. Ja, also. Die Feiglinge sind davongelaufen, Sire. Wir holen sie nicht mehr ein. Sie verraten uns mit Sicherheit. Okay. Das ist schlecht. Das haben wir erledigt. Beseitigt. Ah ja, alles klar. Sieg. 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 Sag ich doch, habe ich zweimal gesagt. Ah, dieses Stück hier mit diesem Spiel. Das kriege ich gleich Hunger, du, das glaubst du nicht. Genauso ein Stück brauche ich für einen Erbseneintopf. Ah, da gucken doch die Rippenknochen raus. Wunderbar. So, herzlichen Glückwunsch. Ihr habt viele der Patrouillen der Ratte zurückgeschlagen.
Doch einige Versprengte überlebten den letzten Angriff und sind entkommen. Ihr habt zwar noch keine neuen Befehle erhalten, doch ihr könnt nicht zulassen, dass sie den Herzog de Puys erreichen und euren Standort aufdecken. Klicken, um fortzufahren. Ich klicke. Mission 5, schlechte Aussichten. Oh, schlechte Aussichten ist nicht gut. Ihr setzt eure Jagd auf die flüchtenden Überlebenden bis tief in die nächste Grafschaft fort. Doch in der Abenddämmerung kommt Nebel auf und ihr verliert sie aus den Augen. In der Zwischenzeit... Sie haben ein halbes Dutzend meiner Patrouillen getötet und dringen tatsächlich in eine meiner Grafschaften ein. Ich muss etwas unternehmen. Bleibt ruhig, de Puys. Alle rebellierenden Söldner, die ihr Salz wert waren, sind schon vor Monaten ins Ausland geflüchtet. Eure Männer werden mit ein paar greinenden Vogelfreien schon fertig. Wieso geht ihr nicht mit mir auf die Pirsch, um euch etwas abzulenken? Aber sie sind nur einen Steinwurf weit entfernt. Ich muss etwas unternehmen. Sendet doch einfach eine kleine Belagerungstruppe aus, um ihnen den Fluchtweg abzuschneiden. Ihr habt leicht reden. Entspannt euch. Bis wir von unserem Jagdausflug zurück sind, hat sich das Problem von alleine gelöst. Vertraut mir. Die Schlange war früher Statthalter in einer der wohlhabendsten Provinzen seiner Heimat, wo er ein äußerst ertragreiches Leben führte, indem er nicht alle gesammelten Steuern angab. Als der König jedoch davon erfuhr, versetzte er ihn hierher in die neuen Kolonien. Während einer seiner ersten militärischen Konfrontationen trat er gegen euren Vater an und verlor dabei ein Auge. An jenem Tag schwor die Schlange sich, erst Ruhe zu geben, wenn die Schädel eurer gesamten Familie auf Pflöcken aufgespießt um seinen Bergfried aufgereiht stünden. Eure Kundschafter berichten, dass ihr festsitzt. Ihr habt nicht genügend Vorräte, um weiterzukommen, und nicht ausreichend Männer, um euch den Weg zurück freizukämpfen. Es bleibt euch nur die Möglichkeit, hier auszuharren. Die Kundschaft hat jetzt kommt Getreide dazu. Alles klar. Gefunden, die sich ausgezeichnet verteidigen lässt. Einer eurer Hauptmänner hat bereits mit der Errichtung eines Basislagers begonnen. Das Land um den Fluss herum ist fruchtbar, ihr könnt dort Getreide anbauen. Platziert euren Kornspeicher, Sire. Das ist die Insel, alles klar. Kornspeicher wurde platziert. 4 Bogenschützen hätten wir, okay. Holz haben wir auch jede Menge. Offenbar geht es hier darum, die Getreidefarm zu lernen. Das ist jetzt ein bisschen die Frage, von wo kommen die dann später? Ich probiere es einfach mal so, weil ich jetzt auch nicht genau weiß. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Woher willst du das wissen? Okay, das dauert. Holz hätten wir. 2 Stück ist aber definitiv zu wenig. Wir brauchen mindestens noch eine dritte von da hinten. Oder lieber von da. Probieren wir das mal. So, was hat man alles hier? Essen ist jetzt Getreide, alles klar. Stadtgebäude haben wir auch. Den üblichen Fallmacher, Sums. Nahrung. Oh, guck mal an, Kornspeicher und eine Bäckerei. Eine Mühle. Aha. Nun, ich weiß ja nicht, ob ihr jemals von einem Spiel namens Anno gehört habt, aber da gibt's das auch. Verbraucht Mehl und produziert Brot. Gut, wir brauchen 10 Holz. Bis dahin. Ja, habe ich dir gesagt. So.
Bäckerei. Mal gucken, wie das aussieht, wenn wir die direkt so nebeneinander klatschen. Ob das eine gute Idee ist? Wartet auf Getreide. Okay. Mal sehen, ob die sich oft mit Drehen anfängt. Weiß man nicht. Hm, 26 von 26. Das sieht so aus, als bräuchten wir noch so eine Hütte. Nicht die Produktionsverhältnisse. Bei Anno wüsste ich, zwei Getreide wird eine Mühle und eine Mühle versorgt zwei Bäckereien. Jedenfalls in Anno 1800. Oh, die dreht sich. Sie dreht sich. Ja, schön. Gut, wir hätten einen mehr. Der haut da die Bäume weg. So. Ja, noch genügend Leute übrig. So, viermal Holz. Okay, dann würde ich mal vorschlagen, wir fangen mit den... Wir benötigen Holz. Ja, Schnauze. So, hier lassen wir mal einen Weg frei. Da ist Holz. Okay, ich weiß, wir brauchen später noch mehr Pfeilmachereien, aber für den Moment muss immer mal eine reichen. So, dann brauchen wir eine Rekrutierung. Ich weiß nur noch nicht, wo wir später die Palisade hinziehen. Einfach die Nahrungsvorräte sind sehr knapp, Sire. Ja. Mehl ist ja da. Guck mal, Mehl ist da, Getreide ist da, dann sollten wir vielleicht... Wo ist denn die Bäckerei? Ach hier. Dann sollten wir vielleicht gleich noch eine zweite Bäckerei dahinter schlunzen. Wo ist denn das Brot? Hier unten. Ach guck mal, 8 Stück. Das ist doch gar nicht so schlecht. Hinten und vorne nicht, sage ich. Also noch eine Bäckerei. Los, ihr faulen Säcke. Backbrot. Mehl ist ja offensichtlich reichlich da. Guck mal, 15. Getreide ist auch überproduziert, wie es mir deucht. Wir haben beinahe keine Nahrung mehr, Sire. Ja, was ist denn? Ich habe jetzt zwei Bäckereien, es muss reichen. Meine Fresse, dann fress nicht so viel. So, 47 Holz, wunderbar. Dann schlunzen wir mal den hier hin. Das brauchen wir erst, wenn es soweit ist. Und die Waffenkammer braucht man natürlich auch. So, und dann? Okay, dann hätten wir zumindest... Eine kleine Soldatentruppe der Ratte befindet sich auf dem Weg zur Burg. Das gibt's da nicht. Wo soll denn die jetzt schon wieder herkommen? Da oben, von da oben. Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp, Sire.
mir auch egal. Nur die Frage, von wo kommen die? Kommen die von unten oder von oben? Wer weiß denn das? Da steht der Wegweiser. Da unten steht keiner. Die haben sich bisher immer am Wegweiser gesammelt. Mann, das ist schade, wenn man sich so ein Spiel antut, was die halbe Welt schon gespielt hat bis zum Umfallen, und dann kommt man selber her wie so ein Noob. Man hat von nichts eine Ahnung. So Leute, jetzt bringt mal Holz her. Ich brauche Holz. Sie kommen! Auf die Brustwehr! Ich habe keine Brustwehr, du. Ich habe noch nicht mal... Ja, das sieht schlecht aus. Ich stehe da rum. Okay. Wir haben beinahe keine Nahrung mehr, Sire. Okay. Nur die Frage, wo kommen die jetzt rüber? Hier ist ein Weg. Das Problem ist, ich habe... Bin zur Stelle. Ich habe keine Brust. Wir verlieren ein bisschen Gold, euer Gnaden. Ja, das verstehe ich. Da geht's nicht durch. Ach du Scheiße. Okay. Wo ist mein Bogen? Mein Bogen ist euer. Sind auf dem Weg. Ich hab nicht so einen Burgfried. Kann man die wieder nirgendwo ranstellen? Da ist da wohl nicht wahr. Ja, das ist jetzt scheiße. Na gut, das ist. Wir haben beinahe keine Nahrung mehr, Sire. Das ist jetzt irgendwie eine schlechte Geschichte. Aber warte mal, hier habe ich ja mein noch Herr, welche. In Bewegung. Da waren ja 4 Stück. Tötet jetzt. Sofort. Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp, Sire. Was ist denn der Typ mit den Bögen eigentlich? Ich habe keine Bögen, gar nichts. Ich bin irgendwie am Ohr. Bin zur Stelle. Der Feind befindet sich in der Burg, dem Lord zu Leibe. Das Vorratslager ist gut. Das ist leider nicht möglich. Rücken aus. Warte mal, geh mal hier. Tötet ihr hier. Bogen gespannt. Ja, das ist gar nicht so einfach. Sind auf dem Weg. Visiere an. Könnt ihr auch mal treffen, oder? Trifft ihr überhaupt? Wir haben beinahe keine Nahrung mehr, Sire. Ziel angepeilt. Was ist denn der hier noch da hin? In Bewegung. Eure Beliebtheit sinkt. Ja. Ist doch klar. Wie soll denn hier meine Beliebtheit steigen, wenn hier der Feind mir hier ins Dorf einrückt und ich keine Bogenschützen habe? Na gut, ich kann nichts machen. Ich kann einfach da nichts machen. Das Vorratslager ist voll, my lord. Wieso haben es denn die geschafft, hier hinten durchzulatschen? War doch irgendwo eine Lücke, war doch da. Okay, wie kann man das? Das ist offenbar scheiße gebaut, was ich da gemacht habe. Da
Das sind Geräusche, oder? Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp. Ja, ja, 11 Brot und die Nahrungsvorräte sind sehr knapp. Ich möchte bitte noch einen Bogenschütze haben. Kriege ich jetzt mal einen? Und der hier? Wir haben beinahe keine Nahrung mehr, Sire. Okay. Jetzt kommt einer. Na, schauen wir einer an. Bin zur Stelle. Bin zur Stelle. Rücken aus. Naja, gut, das ist auf jeden Fall. Sind die hier hinten rumgekommen? Das machen sie nicht nochmal. Ja. Sind auf dem Weg. Okay. So. Warum ist da eigentlich alles da? Da hinten ist eine Lücke. Guck mal, da geht doch da durch. Ja, okay, die Nahrungsvorräte sind sehr knapp, Sire. Das ist gut. Kann ich denn da hinten nicht bauen? So, echt schade. Die seltsamen Baubegrenzungen, die muss man erstmal verstehen, oder? So, wie kannst du denn aus? Pfeilmacherei, eine. Wir benötigen Holz. Okay. Das Essen würde so halbwegs reichen. Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp, ich habe gesagt, die reichen. Guck mal, Mehl ist da, Getreide ist da. Da haben wir doch wohl mal noch eine Bäckerei bauen können. Wir benötigen Holz. Ach so. Eine Botschaft der Ratte. Bald schon werdet ihr vor mir um Gnade winseln. Ihr habt einfach nicht das Zeug, einen Depös zu besiegen. So, sagt wer. Gibt's mal wieder Holz oder jeder was oder wann oder wer? Hab ich so viele Holzfäller? Kein Holz. Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp, Sire. Das Vorratslager ist nicht voll, my lord. Ich hab keine Leute. Ich hab keine Pfeile. Kein Holz. Die Holzfäller brauchen eine halbe Stunde, um hier mal so einen Brocken ranzubringen. Essen ist auch immer knapp. Ach du Scheiße. Wir benötigen Holz. Bin zur Stelle. Bogenschützen bereit. In Bewegung. Die gehen jetzt da hinten rum, okay. Kannst du nichts bauen jetzt, ne? Mein Bogen ist euer. Das Vorratslager ist voll, my lord. Ja, super. Was? Bin zur Stelle, mein Herr. Rücken aus. Sind auf dem Weg. Eure Befehle? In Bewegung.
richtig fest. Alles klar. Ach du heiliges Elend. Ach du heiliges Elend. Okay. Also ich kann mal jetzt schon sagen, dass das nichts wird. Aber die greifen mein Chef persönlich an. Gut, jetzt bricht erstmal die gesamte Versorgung zusammen. Das war's, Freunde. Das war's. Das Vorratslager ist voll, mein Lord. Kein mehr. Die Schmuck sind wir alle ab. 11, 10. Mein Kamerad da oben. Ist ein bisschen gleich tot. Okay. Da unten so ein bisschen vor sich hin. Gut, Pfeile kriegt man jetzt keine mehr, deswegen kriegt man auch keine Bogenschützen mehr. Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp, Sire. Doch einen, ich habe einen. Es werden Rekruten. Das Vorratslager ist voll, my lord. Es werden Rekruten benötigt sein. Ah, ich habe keine Bauern mehr, alles klar. Ja. Eine Botschaft. Niederlage, alles klar. Die Welt steht mir offen und ihr seid mir im Weg. Ah, sehr gut. Hier werde ich ihr seid besiegt. Okay, also, da haben wir unsere persönliche Grenze erreicht. Wunderbar, eine Stunde ist auch schon fast rum. Dann lassen wir es mal hier an dieser Stelle für heute gut sein. Hier gibt es noch ein wenig zu üben. Wir sehen uns im nächsten Video weiter. Wieder, nicht weiter, wieder. Herrgott, nochmal. Bis dann, tschüss.